Hallo Leute, hier ist wieder Dance sagt mit Dänemark und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Dieses Mal werde ich wieder ein React machen. Und zwar auf ein Meme-Video. Und also ich werde es mal einblenden, das da hier. 98% Lows. Try not to Lauch Challenge. Ich sag mal Lauch, weiß auch nicht warum. Impossible. Best Memes Compilation 2022. Ja. Also ich werde jetzt mal gucken. Weiß natürlich nicht, ob das jetzt der Bringer ist oder nicht. Da geht schon los. Okay, Party im Haus. Okay. Okay, Glas reingeworfen. Okay, das ist scheiße. Okay, den habe ich nicht verstanden. Problem ist halt, dass ich auf jeden Fall einiges nicht verstehen werde, weil ich nicht so gute Englischsprachkenntnisse habe oder wie man das nennt. Also jeweils, ich kann halt nicht gut Englisch verstehen. Oder sprechen oder was auch immer halt generell. Ja. Ein Hund. Okay. Ich glaube, das habe ich halt nicht verstanden. Das ist halt manchmal ein Problem. Der sollte nicht so lange unter Wasser bleiben, sonst. Oh nein. Nein, 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 nein. Okay, ihr könnt es jetzt gerade nicht sehen. Weil, jetzt könnt ihr es sehen. Guck, was passiert. Genau. Werbung. Ey, ich schwör, Leute, ich muss ja ganz offen sagen, das ist ein Punkt an YouTube, den ich richtig verabscheue. Den ich wirklich richtig verabscheue. Werbung. Nee, es ist wirklich so, ich hasse Werbung über alles. Ich weiß, wenn YouTube keine Werbung macht, könnten auch die Leute darauf kein Geld mehr verdienen und dann würden die Leute keine Videos mehr hochladen, weil sie dann, wenn dann eher auf andere Plattformen dann sein würden oder so, ja, aber trotzdem, weißt, die Anzahl im Video, da jetzt kommt dann wahrscheinlich des öfteren Werbung und dann so, ist es so scheiße einfach. Ich glaube mir jedes Mal, ich krieg irgendwie Kopfweh, wenn ich Werbung sehe. Und nicht nur Kopfweh, sondern generell ein Unwohlsein. Ziehen es einfach durch, was kommt für eine scheiß Werbung. Das Gute ist wenigstens, ich hoffe, dass ich es kann. Ich weiß es nicht. Aber ich hoffe es. Es ist einfach Werbung. Komm. Okay, ist übrigens eine Rewe-Werbung. Und? Nehmen wir mal. Nee. Irrelevant. Und weg ist er. Ich block die ja nicht die ganze Zeit. Wenn ich Werbung sehe, ich block sie. Nee, ganz offen, weil ich habe keinen Bock. Problem ist halt, und es erkennt man mir jetzt auch an, wenn ich Werbung sehe, da bin ich raus. Und ich meine nicht raus aus dem Video und so, sondern, also doch schon raus, zum Beispiel, wenn ich ein Video gucke,
Da kommt Werbung und dann werde ich so rausgeholt aus dem Video, dass ich mich nicht mehr richtig einfühlen kann. Und wenn ich es dann getan habe, das ist eigentlich genau wie beim Fernsehen. Deshalb zum Beispiel gucke ich keine Filme im Fernsehen. Weil jedes Mal kommt dann Werbung und ich werde so rausgeschossen. Und jedes Mal, wenn ich es dann wieder geschafft habe, mich wieder reinzubringen, kommt wieder Werbung. Da habe ich gesagt, nee, da warte ich dann, da gucke ich dann lieber dann, wenn es das auf Disney Plus geht, und gucke mir dort einen Film an. Weil das ist viel besser, weil Werbung geht mir auf den Sack. Und mittlerweile ist es so schlimm geworden mit Werbung. Überall Werbung, 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 Werbung. Und man sieht es mir gerade an, dass ich hier aus dem Video raus bin. Weil anstatt über das Video, rede ich nur noch über die scheiß Werbung, die gerade war. Ich hasse es. Lol. Okay. Der Bademaske. Hier. Okay. 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 Verstörend. Ach, den kennt mir dann irgendwie jeder. Geht den nicht. Okay. Aber das eine Video, wo der eine den klassischen Code macht, das kennt irgendwie jeder mittlerweile. Okay. Ja, diese Dinger. Im vorherigen Clip. Was ist nochmal? In dem da. Wieso hat dein Straußenhalber sich im Zimmer, bitteschön? What the fuck? Warum hat der ein Straußei in seinem Zimmer? Also wenn das wirklich ein Straußei ist, dann warum hat er das in seinem Zimmer? Die Frage ist nicht, warum der versucht, das Ei zu essen. Die Frage ist, warum hat er das in seinem Zimmer? Leute, das da ist eine Wand. Das ist eine Wand, genau wie so fast wie diese hier. Ja, ja, tatsächlich hat es auch diese komischen. Ja, okay. Okay. Also, da geht's wieder durch diesen Typ. Diesen Typ. Okay. Okay. Ja, es gibt ein paar Dinge, die ich halt natürlich nicht so verstehe und so weiter. Normal. Okay.
Okay. Jetzt habe ich mich erschrocken. Willst du mich verarschen? Ich hab's doch gesagt. Ich hab's doch gesagt. Guck, schon wieder Werbung. Ey. Ganz im Ernst? Ganz im Ernst? Wenn es so weitergeht, dann mache ich keine Reacts mehr über YouTube. Also ich meine, statt schon, also ich meine auf YouTube hochladen, ja. Aber ich meine, ich reagiere ansonsten einfach keine YouTube-Videos mehr. Ganz im Ernst, es pisst mich an, die ganze Zeit Werbung. Es ist, wie ich es gesagt habe, ständig Werbung. Ganz im Ernst, wenn es so weitergeht, dann gucke ich mal nach, ob ich einen Adblocker finde. Ganz im Ernst, wenn es so weitergeht, hole ich mir einen Adblocker. Und guck dann, ob mir dann immer noch Werbung angezeigt wird. Weil ganz im Ernst, ich möchte das nicht. Es tut mir leid, aber ich möchte das nicht. Ich möchte nicht die ganze Zeit mit Werbung zu bombardiert werden. Ganz im Ernst. Es geht mir auf den Sack. Und jetzt bin ich hier komplett raus aus dem Video. Es regt mich auf. Es regt mich auf. Ja. Nee, nicht unangemessen, irrelevant. Nehmen wir wieder irrelevant. Es ist eh so, dass die meiste Werbung juckt mich eh nicht. Alter, hat es gerade gehangen. Das ist mir so an, wenn ich jedes Mal ein scheiß Ding machen muss. Also ich kann ja sagen, ich hole mir nachher einen Adblocker. Und dann gucke ich, ob der dann hilft gegen Werbung. Und man sieht es wieder, ich bin raus aus dem Video. Okay. Geht das falsche gebaut? Mies. Leute, die machen einen Penis auf dem Eis oder auf Schnee. Ja. Okay, fliegendes Reh. Es springt jetzt so hoch, dass es halt fast schon wie fliegen ist. What the fuck? Okay, ja, okay. Ja, das war schon lustig, aber GTA 4. Und einfach weiterlaufen. Ja, moin. What the fuck? Der wohnt aber an einem Friedhof. The fuck?
und weckt. WTF? Waschanlage? Und auf jeden Fall sehr undichtes Auto. Okay. Gangster-Oma. Da bekomme ich sogar richtig den Schock. Ich hasse große Spinnen. Okay. Okay, der Anblick war irgendwie lustig. Okay, das ist vorbei. Ja, kannst du mal. Ich finde, der Typ sieht irgendwie aus wie Thor. Ha. So, auf jeden Fall. So, das war's wieder mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video trotz den scheiß Werbeunterbrechungen gefallen hat, dann lasst ein Like da. Und wenn euch meine anderen Videos gefallen, dann abonniert diesen Kanal. Und drückt auf die Glocke, um kein neues Video zu verpassen. Und ich schwöre euch, ich versuche, mir einen Adblocker runterzuladen. Damit ich dann nicht die ganze Zeit mit Werbung wirklich belästigt werde. Weil ich bin ganz offen, es ist für mich wirklich belästigt. Ich fühle mich durch die ganze Werbung belästigt. Weil, ganz im Ernst. Werbung, 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 Werbung. Da brauche ich ja YouTube gucken, da kann ich auch gleich Fernsehen. Immer ganz, das ist halt ganz im Ernst. Ja, es ist halt, ich finde es scheiße. Ich meine, ich habe ja nichts dagegen, wenn sie in einem Video vielleicht einmal Werbung machen. Okay, am Anfang ist es ja okay. Aber dann die ganze Zeit im Video. Da kann man sich doch gar nicht wirklich in das Video einfühlen. Also ich kann mich da nicht in das Video einfühlen, wenn da die ganze Zeit Werbung kommt. Nee, so, auf jeden Fall. Tschüss.